Hallo, ich grüße euch total und recht herzlich. Heute ist der 25.12.2022. Auch ich habe frohe Kunde, nicht nur, dass die Geschenke gut angekommen, dass die Damen und Herren sich wirklich tatsächlich gefreut, was sie da erhalten haben am Heiligabend. So, heute ist der 25.12.2021. Heute Morgen hat mir so eine leichte weißliche Substanz auf den Straßen, die sind natürlich jetzt bei diesen Dreharbeiten schon wieder weg. Ich weiß nicht, ob bei euch Schnee liegt, bei euch Zuschauern. Meine sehr geehrten Zuschauer, wir UltraD Web TV und Sondersender Nordrhein-Westfalen, das Medienhaus. Wir präsentieren uns im Jahre 2022 neu, wann wir einen Imagefilm euch zeigen, damit ihr seht, was wir alles anbieten. Ich habe gerade noch korrespondiert mit einigen Schauspielern. Ich habe viele Zusagen. Mal schauen. Mit einem, mit dem ich schon lange, der arbeitet für Sat.1 und Revier, die Polizeiserie im Revier. Ich habe gerade mit ihm korrespondiert und ich habe auch sehr oft mit ihm, ich habe auch sehr oft für ihn Videos gemacht, also Clips, die er dann für sich genutzt. Und ja, die Studios werden neu gebaut, die Studioräumlichkeiten werden neu gesetzt. Ich habe auch gerade noch mit Ewe gesprochen, damit wir die uralten Kartons mal loswerden. Wir haben einen ganzen Raum voll Kartons, ein Jahr lang keine Zeit gehabt, wegen Pandemie und das Ganze haben sich natürlich die ganzen Kartonagen angehäuft. So, von ganzem Herzen wünsche ich jedem erstmal Gesundheit, das ist klar. Und natürlich Verständnis und ich hoffe, dass wir es schaffen. Dass wir es schaffen, die Pandemie, na, wir kriegen ja jetzt ein Abo, ein Stechabo. Wir sollen ja jetzt jeden Monat gestochen werden, gestochen werden, gestochen werden. Ich glaube, nach der 12. Impfung wird wohl jedem klar sein, an alle, die dann noch da sind, ich hoffe, euch geht es nach der 12. Impfung gut. Da ihr ja alle Junkies seid, ihr seid ja alle regelrecht vernarrt in diese Spritze. Ich meine, die, die abhängig sind, die, ihr wisst schon, die verstehe ich, dass sie jeden Tag da sich eindrücken. Ihr versteht, was ich meine. Aber dass der Normalbürger jetzt auch anfängt, Drogen zu sich zu nehmen, ist schon hart. Ja? Okay, ich hoffe, der Spuk hat bald ein Ende. Ich verstehe sowieso nicht, dass Politiker, ja, so wie CSU, Herr Söder, die Kinder auffordert. Kinder auffordert. Ich verstehe sowieso nicht, dass ein Lauterbach, der kein Arzt ist, ja, ich finde es hochgradig interessant, was ihr alles zulasst, aber egal. Also solche Filme werden nicht gedreht, mir ist das vollkommen egal, haut euch das rein. Wenn ihr diesen Cocktail braucht, dann holt ihn euch, stellt euch an und holt euch 12-mal die Impfung. Ja? Aber heult uns nicht vor, wenn ihr reihenweise umkippen solltet. Punkt. So, also Imagefilm ist in trockenen Tüchern, er wird gedreht werden. Dass vielleicht noch andere Filme gedreht werden im Jahre 2022, weiß ich noch nicht, wird sicherlich geschehen. Wie gesagt, RTL, Sat.1 und so, das sind die Privaten. Für die Privaten bin ich immer gerne. Aber wie gesagt, die anderen Firmen, die lügen und betrügen, Funk, Mediengruppe, ARD, ZDF, WDR, sie betrügen und belügen euch, aber das ist ja. Wenn ihr so einen Schrott zu Weihnachten seht, stellt mal vor, ihr hättet diese drei weiterhin und könntet euch nicht ablenken. Ihr könntet keinen YouTuber sehen, der sich da vor der Kamera den Affen macht, einen TikToker oder was weiß ich auch immer. Ihr müsst mal langsam umdenken, ihr müsst mal langsam zu euch finden. Wir haben eine neue Welt. Wir haben diese neue Welt erschaffen vor 35 Jahren. Und das World Wide Web selbst ist jetzt 32 Jahre alt. Davor war BTX und davor waren ganz normale Computer. So, nicht alle von euch haben einen Raum, wo nur Computer stehen. Sowas habt ihr nicht. Aber wir haben sowas. Wir haben sowas. Da stehen ganz viele Computer und wir arbeiten, sage ich ja. Ich habe gerade mal eben ein Konto klar gemacht bei der Postbank. Ich hoffe, es funktioniert, es klappt. Muss mit meiner ID dahin, mein Ausweis dahin und ist die Sache erledigt.
Dann habe ich mit Ewe korrespondiert. Wir haben heute den 25.12. wohlgemerkt mit Ewe und habe da nachgefragt, dass ich da blaue Container bekomme, damit ich mit dem blauen Container dann meinen Raum voller Kartons leer bekomme. So, das Fazit online. Das Fazit online, sich zu unterhalten. Das Fazit online, mit Menschen zusammen zu sein. Das Fazit mit TikTok zu agieren, überhaupt zu agieren und mit euch natürlich ist das leider noch nicht so möglich, weil Feinde und Feindinnen und Menschen, die halt nicht einen Kern haben, also einen guten Kern haben, mit solchen Leuten muss man sich ja immer noch rumschlagen. Das Leben ist halt so. So, aber stellt euch vor, wir leben online, wir bekommen Szenarien, wir werden leider gelenkt. Ja, wer sich wirklich dafür interessiert, wer wirklich tatsächlich Lust hat, sich mal zu informieren, ja, bekommt also mit nicht glauben, sondern informieren, Wissen aneignen und gucken, wo könnte es wirklich tatsächlich sein. Und das dann in der Analogie mit anderen vor Ort dann zu diskutieren. Die Obrigkeit, Politiker, Bürgermeister sind keine Freunde von euch. Ja, das muss mal angemerkt werden. Das sind keine Freunde von euch. Ja. Diese Leute denken nur an sich, sind habgierig, sind wollüstig und sind machthungrig. Das ist so. Ihr müsst mal genau hingucken. Wenn ihr wirklich glaubt, was die euch vorgaukeln, seid ihr selber in der Schuld. Und wenn es euch schlecht geht, wenn ihr daran erkrankt, tja, dann hört auf zu maulen. So, heute, nee, gestern, am 24.12. waren 5.000, auf Heiligabend waren 5.000 in München unterwegs. Auf Heiligabend. Mal drüber nachgedacht, ja? Okay. Wie gesagt, wir haben auch mehr Immigranten hier, wir haben auch mehr Ausländer hier in Deutschland wie woanders. Und wenn das so weitergeht, wird Deutschland sowieso nicht mehr deutsch sein. Laut Simpsons ist im Jahr 2035 dieses Deutschland und dieses Europa ein China. Also China wird kommen und uns dann aufnehmen und wir sind dann Chinesen, auf Deutsch gesagt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Laut Simpsons, um das mal zu klären, weil Simpson erzählt ja immer was. Simpson hat Trump vorhergesagt, Simpson hat Corona vorhergesagt, Simpson hat dieses, jenes. Simpsons hat auch Tschernobyl vorhergesagt mit der Kernkraft und alles. Keine Ahnung, wer Simpsons ist, also wer Simpsons macht, wer die Hintergründe dieser Stories macht, das habe ich mich jetzt noch nicht. So, wir schreiben das Jahr 2021, ist es der 25.12. und ich werde mir sicherlich heute was Gutes tun, den ganzen Tag Star Wars sehen. Mandalorian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Star Wars. Ich freue mich schon auf Silvester und dass ich dann den nächsten sehen kann, Baba Fett. Ha! Also das macht Spaß und ich sehe das Leben etwas anders. Ihr lasst euch pieksen, meiner einer sieht sich Star Wars, Star Trek und so weiter, kümmert sich um Netflix, Amazon Prime und natürlich TikTok und vor allen Dingen TV Now. So, wisst ihr, wenn ihr weiterhin dieser Nadel frönt, scheint es wohl, dass ihr selbst abhängig seid und ihr wollt abhängig sein. Ich sage nein. Lieber allein und gesund, ja. Lieber allein und den Ärger nicht vor sich schieben, sondern mit dem Ärger leben, mit euch leben, mit eurer Gesinnung leben. Das macht mehr Sinn. Ja, ich weiß, welche Gesinnung ihr habt und ich weiß, wie ihr unterwegs seid und ich weiß, wie ihr denkt. So, und so, wie kann ich damit leben? Ich kann damit leben und ich werde auch damit leben. So, wie gesagt, wir haben Feinde, das sind die Politiker, das Finanzamt der Politiker sind Feinde. Man kann noch nicht mal mehr einem Arzt vertrauen. Ja, auch ein Arzt sieht uns nur noch als Geld, ja, an dem kann ich Geld verdienen, neue Zähne machen, ja, oh, mal eben 16.000 Euro einkassieren, ob die Zähne passen oder nicht, ist mir doch egal. Und so geht es bei den anderen Ärzten auch. Ach, jag doch mal die Spritze rein, jag doch mal die Spritze rein. 28 kriege ich dafür. Yippie, komm, wir machen eine 24 Stunden Spritzenshow. Wir machen eine 24 Stunden Spritzenshow. In diesen 24
Stunden verdient ein Arzt so richtig Schotter an dieser Spritze. Aber egal, wir gönnen den Schauspielern, wir gönnen den Politikern, wir gönnen den Ärzten unser Geld, ne? Wir gönnen unseren Firmen, die uns nur als, was weiß ich, sehen, ja? Nicht mehr als Angestellte, sondern nur noch als, was weiß ich. Ja, früher waren wir angestellt, früher bekam man eine goldene Uhr, früher wurde man aus der Rente geholt, um weiterhin der Firma dienlich zu sein. Das war natürlich früher. So, der Weihnachtsmann, den will ja auch keiner mehr, das Christkind schon mal gar nicht. Man geht auf Heiligabend auf die Straße, man demonstriert Heiligabend. Ja, die Kirche kann man knicken, das ganze andere könnte man ein F vorschreiben. Komm, zack, 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 weg, weg, weg. Ist doch so. So, wir leben in einer Illusion und diese Illusion bauen wir uns selber. Und nachher stutzen und staunen wir, wenn diese Illusion nicht mehr funktioniert. Halleluja. Wir werden wirklich tatsächlich von allen Seiten nur noch belogen und auch nur noch betrogen. Der wahre Mensch, so wie ich ihn kenne, der wahre Mensch, den ich analog begrüße, den ich analog bedient, mit dem ich analog an einem Tisch gesessen, nun, das ist ja wohl vorbei. Ich grüße alle Illusionisten, ich grüße alle bei ihren Kameraarbeiten, ich grüße alle TikToker, Snapchatter, WhatsApper, Facebooker, ich grüße euch total und recht herzlich hier bei diesem YouTube-Kanal. Yippie-yay, wir sind online.